Adventure Time mit Unsinn im Sinn. Zieht uns zu fremden Ländern hin. Kommt mit, wenn Hund und Mensch verreisen. Viel Spaß mit Jack und Finn bei Adventure Time. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventure Time Artifact Checking. Mein Name ist Rotmack und wir sind mit Marceline hier in der Wald, im Waldland, im Waldbärenfruchtland, im Bärenwaldfruchtland, wie auch immer. Und die gute Bärendame soll sich jetzt erschrecken hier ab der Flosse, die da drin ist. Die Frage ist nur, wie bringen wir die wieder dahin? Nein, das bringt ja nichts, ne? Because of my medical condition, I've been working on my fear management. Not much scares me anymore. Huh? Oh, no. I wasn't trying to scare you. I was trying to scare that shark that's swimming in your meat spa. What are you talking about? That's impossible! Ben and Jake were right. That is kind of funny. Das ist es. Das ist es definitiv. So, jetzt können wir hier die Dinge einsammeln. These berries are as hard as cannonballs. I can totally find a use for these. Ich weiß auch schon wie. Wir werden jetzt damit nämlich die nackte Kleine. Oh. So, wir werden jetzt damit nämlich Mauern einreißen. Genau. So, einmal runter hier. Schwups. Sind wir unten. Da geht's noch weiter runter. Schwups. So. Und dann gehen wir nämlich hier mit ein bisschen Tempo, Kollegen. Wie ich das hier schaffen kann, weiß ich noch nicht. Das lassen wir jetzt erst auch noch. Wir gehen erstmal den anderen machen. Den da hinten. Da können wir nämlich hier, Kollege, kriegst du ein paar Goodies. Bams. Smash! So much for the stone slab. Sehr gut. Jetzt haben wir ja noch hier die Schere. Well, now I've cut a hole in the hedge. Hope Wildberry Princess doesn't mind. Sehr gut, dann müssen wir dann nur noch erschrecken gehen und dann ist die ganze Geschichte hier auch schon gegessen. Essen. So. Okay, let's get this guy in his cage. Off you go. Into the plant and into the cage. Good riddance. Bazinga, Freunde, Bazinga, so. All right, Wildberry Princess, I just captured the last of the food boys. Problem solved. Now, if I can just get that artifact. Sure, no problem. I'm happy to get rid of it. Here. Yeah, thanks. Hey, I'm really sorry about scaring off your berries like that. I feel kind of bad about it. Oh, don't worry about it. The hospital can reattach them. If I can find all of them, that is. I'm just glad you were able to round up all of my altered Wildberry subjects. About that. I checked. There's no way to change them back. Guess they can still live fulfilling lives as servants, though. They're really good at that. Yeah, but my people have proven that they become lazy when waited upon, so they can't stay here. Luckily, I heard that a king out in the forest is looking for some servants to work in his underground kingdom. I think my altered subjects will be happy, or at least busy, there. Sure, okay. Guess I'll be going then. Good luck finding your berries. Thanks. Bye, Marceline. Hello. So einfach geht das. Is it me, or did this place get super weird since last time we were here? Marceline! Oh, glad you came back! I thought I was a goner! Yo, Peppermint Butler! Are you in here? Right here! Told you this guy was bad news. Oh, there you are. I take it you found the final artifact? Yeah, got it right here. Good. You've done very well. Very well indeed. Peppermint Butler, what are... No time for chit-chat. Everything's almost ready. Oh, silly me. I almost forgot. I'll be right back. Huh? About those two other artifacts you're holding for me? Yes, yes. They're on the stands over there. Once the third artifact is placed, they'll be automatically placed in the, containment thing. Huh. Nein, Marceline, hey, wieso machst du das? That's convenient. I can carry all three at the same time in this. Thanks for your help!
Later, Peppermint Butler. What was that, Marceline? I... Ermittlung abgeschlossen. Was? Was? Echt jetzt? Scheint so. Voila, das war schon die ganze Geschichte. Okay, Freunde. Gut, schade. Ein kurzes Video jetzt zum Abschluss hier. Aber, naja, ich wusste halt nicht, wie lange das Ding geht. Deshalb habe ich immer wieder Pausen gemacht zwischendurch. Jetzt haben wir halt ein Video von vielleicht 6 Minuten oder so. Naja, was soll's. Gut, ja, das DLC ist durchgespielt. War jetzt wirklich ziemlich schnell durch. Das waren jetzt ein bisschen mehr als 1,5 Stunden. Ja, geht in Ordnung. Ich glaube, der Preis war auch nicht so hoch. Von daher geht das völlig in Ordnung. Es war unterhaltsam. Ich habe es jetzt relativ einfach gefunden. Das ganze DLC ist ziemlich einfach von der Hand gegangen. Da fand ich das Hauptspiel schon ein bisschen schwerer. Und von der Story her, ich weiß ja jetzt nicht, was der eigentlich, der Peppermint Butler, was wollte der denn machen? Das verstehe ich nicht ganz. Was wollte der denn machen? Hat das jemand von euch verstanden? Wenn ja, würde ich mich sehr über den Kommentar unter dem Video freuen. Weil ich verstehe es nicht. Echt nicht. Er wollte irgendwas machen, aber keiner weiß genau was. Gut, kleines Spin-off zum Hauptspiel halt. War okay. Gut, und das muss auch gewesen sein von dem ganzen Adventure Time Investigation Spiel an sich. Es gibt da keine DLCs mehr, die da dazugekommen sind oder so. Das war jetzt alles, was Adventure Time anging. Das heißt, wir werden uns auch wieder um andere Spiele kümmern. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.